Was für ein Mega-Start, du lieber Witter. Ich habe jetzt in diesem Monat ein bisschen was anders gemacht, aber wir dürfen in die Startenergie kommen, vor allem jetzt die Märzwiderchens, so wie ich eines bin. Wir dürfen jetzt wirklich einfach schauen, dass wir im März wieder unsere Kraft gewinnen. Aber für alle, ja, das Feuer beginnt jetzt eben. Und ich habe jetzt ein bisschen was anders gemacht, weil ich habe gefragt, was ist so die Schutzkarte? Da wollten jetzt gleich drei fallen. Was ist so die Themenkarte? Und was will das Universum uns noch dazu sagen? Und da sind noch zwei verdeckte gefallen, total spannend. Und jeweils hier die Rückblätter. Und dann habe ich hier so kleine Impulse mir legen lassen und dann einfach so ein bisschen den Verlauf. Und das, was wir jetzt sehen, egal ob wir jetzt im Wiedergeboren, wir sind im Wiedergeboren, ja, egal ob wir jetzt im März geboren sind oder ob wir im April geboren sind, hier tatsächlich zeigt sich die Schutzkarte, die jetzt drüber liegt, im März, die uns jetzt begleitet für die Zeit, wo du das jetzt einfach siehst, ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt der Schöpfung. Du bist der Mittelpunkt. Der Kreuzpunkt der Vereinigung liegt im Körper, Geist und Seele. Also hier wieder alle Ebenen miteinander zu verbinden als Mensch, um hier zu sein, um sich zu erleben, um die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft miteinander zu verbinden und sich aber auch ganz stark in den Mittelpunkt seiner eigenen Welt zu stellen. Und ich glaube, das ist eines der elementarsten Dinge, die wir jetzt im Moment wirklich für uns tun dürfen. Dass wir uns selbst so wichtig nehmen und uns selbst so sehr lieben, dass wir einfach jetzt sagen, okay, ich bin meine Welt und ich erschöpfe mir jetzt alles, was ich brauche, um wirklich erfüllt und glücklich zu sein. Und da haben wir die Regenbogenbrücke. Und das finde ich total schön, weil über die Regenbogenbrücke geben wir alles Alte ab und holen alles Neue, was zu uns kommen möchte, um in Verbindung mit unserer Quelle zu gehen und in Verbindung zu gehen mit unserem Licht, mit unserer Lichtfamilie, mit unseren Farben, mit unserer Lebensqualität, mit all dem, was uns Kraft bringt, was uns innerlich auferstehen lässt und was uns vor alledem ein ganz ein tiefes Vertrauen in uns bringt, dass alles richtig ist für uns in unserer Welt. Ja, und wir dann die Kraft haben, natürlich die Dinge, die noch nicht richtig laufen auf dieser Welt, miteinander zu verändern. Aber jeder mal für sich, im Innen beginnt schon selbst. Ja. Und da haben wir hier den Sonnenwirbel auch des interdimensionalen Lichts, Beschleunigung der Energie durch Lichtarbeit. Ja, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, wunderschön, also sehr viel auch Regenbogen. Und das ist so ein bisschen der Schutz, der jetzt auch um uns herum ist. Das heißt, lieber wieder, egal in welcher Position du dich befindest, egal was ich sehe hier, sind noch ein bisschen. Hast du manchmal noch Zweifel, machst dir noch Sorgen, bist vielleicht noch in Kummer, Geschichten ein bisschen drinnen, aber. Der Schutz ist dir hier jetzt gewiss. Der Schutz ist dir gewiss, dass du dich einflauschen darfst mit deiner Energie, mit deinem Kanal, auch wenn jetzt im, ne, das beginnt schon zu transformieren, auch wenn jetzt im Kollektiv transformiert wird, auch wenn jetzt im Kollektiv angeschoben wird, auch wenn jetzt im Kollektiv tatsächlich Veränderungen spürbar sind, wo Unruhe kommt, viele können nicht schlafen und. Ja, das ist alles jetzt eine Phase der Veränderung, wo du initiiert wirst für dich wieder neu, ja? Und da habe ich jetzt die Themenkarte und das ist She Who Whispers und das heißt so viel wie werde ruhig, ja, sei nicht laut. Du musst dich jetzt weder verteidigen noch musst du irgendwas jetzt schnell voran. Also es ist eine leise Karte, es ist eine stille Karte und es ist eine Karte, die dich darauf hinweist, jetzt einfach einmal dir zu vertrauen und wirklich einmal in dich hineinzuspüren, was du willst. Du als Wesen, unabhängig von irgendjemanden anderen und dann dich zu trauen, und das kommt hier eben hinzu, dich in dieses Thema, in diese Welt, hier auf diese Erde fallen zu lassen, in ein tiefes Vertrauen und dich halten zu lassen, dich zu spüren innerlich, dass du ganz und eine Einheit bist und gleichzeitig aber auch, dass du gehalten bist, auch wenn die menschliche Ebene manchmal extrem ist, auch wenn wir durch Wandlungen immer wieder hin und her gerissen werden, auch wenn Dinge mal schwer sind. Je mehr wir bei uns ankommen, und das habe ich natürlich auch lernen dürfen, ja, je mehr wir bei uns ankommen, umso mehr sind wir erfüllt in uns und können dann natürlich auch mit solchen Dingen besser umgehen. Und die verdeckten Karten, das war jetzt total lustig, das waren die karmischen Beziehungen, Orion-Energie, Polarität, Seelenwachstum, Konflikt und die Sternenwächter, die kosmischen Vorfahren, sehe das Licht, in dem du am Boden bleibst. Und das ist auch dieses, lass dich in meine Arme fallen, lass dich in die Arme von Mutter Erde fallen, fühl dich geborgen, fühl dich geliebt, fühl dich
umarmt, ja, fühl dich, wie wenn Kraft in dich hineingespült wird, auch wenn du jetzt in karmischen Beziehungen vielleicht drinnen steckst, auch wenn du in der Liebe schon viel hast einstecken müssen, auch wenn du ein Mensch bist, der schon viel verletzt wurde oder enttäuscht wurde, ja. Egal wie, du darfst jetzt, ne, die Polarität ist immer, es gibt zwei Seiten, aber du darfst wählen, wo lenkst du deine Aufmerksamkeit hin. Und indem du jetzt hier tatsächlich dich fallen lässt, in die Geborgenheit hineingehst und sagst, ich bin wichtig und richtig, genauso wie ich bin, egal was passiert ist, ich bin stark, ich bin großartig und ich höre mir jetzt selbst zu, was ich möchte und ich fühle mich auf und ermögliche mir jetzt mein Dasein, mein Leben, umso mehr kriegst du auch die Kraft der Vorfahren, bist geschützt und lernst aus solchen Situationen und gehst absolut und voll in dein Seelenwachstum, was dir tatsächlich wieder entspricht, ja, und nicht mehr widerspricht. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass viele jetzt im Moment einfach noch dort leben, wo sie wissen, ganz genau wissen, dass vieles am Tag oder in der Woche ihnen noch nicht wirklich entspricht. Ne. Und jetzt kommen wir dann in die Geschichten hinein, dass wir uns erzählen, ja, aber deswegen und deswegen und deswegen funktioniert das nicht, ja. Aber du bist nicht allein und wir dürfen hier wirklich Dinge verändern. Und es ist jetzt hier wirklich wichtig, zu vergeben den Dingen, die einfach waren oder jetzt vielleicht noch sind und trotzdem dich auszurichten und zu sagen, okay, tiefe Liebe fließt durch mich, ich bin jetzt in der Geburt und ich betrete jetzt ein neues Portal. Darf ich mir in Liebe alles das ermöglichen, was meine Seele hier wirklich erfahren will? Und die Antwort ist da ja. Und da haben wir halt noch ein bisschen so die Sorgen drinnen liegen, aber die gehen raus. Weil durch diesen ganzen Prozess, jetzt, der auch wieder angestartet wird, jetzt Anfang März, lasst du die Masken fallen. Du erkennst plötzlich, was Dinge waren, wo du dich einfach noch nicht, ja, wo du dich noch nicht so richtig gefühlt hast, wo du dich noch nicht so gelebt hast oder wo du einfach gegen dich gegangen bist oder wo du auch gesehen hast, dass dir manches gar nicht entspricht, wo du vielleicht entsprichst, wo du vielleicht lang festgehalten hast, was dir vielleicht immer mal wieder auch deine Kraft weggenommen hat, ja, dich immer wieder spüren hat lassen, dass du zwar stark bist, aber trotzdem die Stärke, diese auch vielleicht die Willenskraft und so weiter manchmal aus dir weicht. Oder du gar nicht so umsetzen kannst, wie du es vielleicht von dir gewohnt bist oder wie du es gerne hättest. Oder egal, irgendwas, irgendwo ist da so ein bisschen eine Schwächung drinnen, auch durch die ganze Initiation jetzt, die stattfindet. Das macht aber nichts. Verbinde dich hier mit deinen Gefühlen. Du kommst gerade in einer neuen Ära an. Da ist Weisheit drinnen, da ist eine Lebensfreude drinnen, da ist Mystik drinnen, da ist Fantasie drinnen, da ist alles Mögliche drinnen. Aber wir haben auch noch den Wellengang ein bisschen. Eben während dieser Phase, während dieser Zeit. Verbind dich mit Mutter Erde, sei bereit, hier jetzt dieses Wachstum einzuleiten für dich und dich mit deinen tiefen, 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 tiefen Gefühlen zu verbinden. Ja, was soll ich hier sagen? Es begleitet dich im März hier das Glück, hier die Stabilität im Haus, ja, die Verankerung. Das heißt, alles verankert sich und es ist jetzt hier geführt, dass du manches einfach erkennst, was im Außen jetzt bei dir stattfindet, als für dich einfach nicht mehr richtig. Ja, und da darfst du jetzt einfach auch deinen Fokus mal hinlenken, darfst da mal schauen, okay, das entspricht mir nicht, ja, ob das jetzt ein Geschnatter ist draußen, ob das Einmischungen sind, ob das Fremdbestimmung ist, ja, egal was das ist, ja, ob das einfach viel Reden um den heißen Brei ist, ja, ob das einfach ein Zurückziehen ist und wieder herkommen ist, es ist völlig egal, ja, ob das ein Umfeld ist, wo du einfach merkst, boah, da komme ich gar nicht in meine Kraft hinein, weil ich weiß, wenn ich dort reingehe, wo du dann jetzt wieder die Freiheit hast für dich, selbst wenn es Familie ist oder so, dich ein bisschen auf dich zurückzuziehen. Wir haben die stille Karte hier. Ruhig zu werden, zu spüren, zu hören, okay, was will ich wirklich, ja, und dich dann danach auszurichten und dir nicht so viele Gedanken diesbezüglich zu machen, sondern wirklich nach deiner Wunscherfüllung zu gehen, die macht dich frei. Und das wird jetzt immer mehr angetrieben für dich, ja. Also sei so frei und erlaub dir jetzt hier deiner Vergangenheit, deinen Situationen, aber auch Menschen, die damit verbunden waren, zu vergeben. Erlaub dir, ruhig zu werden, zu spüren, zu fühlen, was du wirklich erleben willst, ja, auch im Sinne von Gefühlen. Ja, nehmen wir die Partnerschaft her, nehmen wir die Berufung her, nehmen wir alles her. Wie fühlst du dich da? Wie fühlst du dich da angekommen? Ja, fühlst du dich da angenommen? Fühlst du dich da erfüllt in dir? Oder ist das was, wo da noch ein Kampf drinnen ist, wo noch Kraft und Stärke bei dir ein bisschen, na, so schwinden oder noch nicht so ganz ausdefiniert sind für dich? Und das beendest du jetzt, indem du einfach in dir vor allem jetzt ankommst. Du lieber Widder, ich freue mich sehr. Das ist eine mega März-Einstiegsenergie und insofern wünsche ich dir jetzt eine wunderbare, fließende, dich selbst genießende, in dir ankommende, wachsende, kraftgebende
deine Freiheit lebende Zeit. Ja, du bist bereit, hier jetzt durch diese für dich geschaffenen Portale zu tauchen, einzutreten, für dich da zu sein. Bis dann, Papa.